Ja, liebe Leute, es geht wieder weiter mit FIFA, zumindest was die Aufnahme betrifft. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA 23, meine Karriere mit Bayreuth. Und wir spielen heute auswärts beim FC St. Pauli. Los geht's. Wir wollen natürlich versuchen, in Freiburg ein bisschen dran zu bleiben. Mal gucken wir mal, ob wir es heute hinbekommen. Los geht's. Letztes Spiel ging, glaube ich, 3-2 für uns aus im vorherigen Spiel. Jetzt wollen wir das Rückspiel ebenfalls gewinnen und dann den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen. Das ist das große Ziel. Ist egal. Auf geht's. Let's go. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen Sie. Liebe Zuschauer, willkommen heute Abend zu diesem Spiel. Willkommen zu einem echten Winterspiel, denn hier hat es schon den ganzen Tag geschneit. Durch das Spiel begleiten Sie Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Spannende Geschichte, diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. So, naja, schauen wir mal. Ob wir heute den nächsten Schritt machen, da wurde der letztes Spiel drei Treffer machen gegen Hansa. Und heute sollen wieder fallen noch mal drei Folgen, aber schauen wir mal. Ja, zwei fixe Transfers konnten wir schon klar machen über die neue Saison. Wir haben hier Andres Noppert, natürlich dann wechselt zu uns. Ablösefrei aus Herrenfeen. Den zweiten habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Wenn ich da jetzt noch geholt habe. Aber jedenfalls per Vorvertrag für die neue Bundesliga. Wahrscheinlich Bundesliga-Saison. Steht aber noch nicht fest, aber ich schau mal. Ja, Cliff ist wieder fit. Gott sei Dank. Das hat ja Latteia verlassen. Cliff ist wieder voll auf dem Damm. Da fände ich wieder ran. Im zentral defensiven Mittelfeld. So, die Jungs sind da, sind heiß. Es geht los. Anschluss. Der Ball ist Erfolg. freigegeben und das Spiel beginnt. Sterner. Schön durchgesetzt. Ja. Das war Kamel, der Paulianer. Da macht er zu, starke Aktion. Und abgeblockt. Der Weg nicht mit, wollte ich gerade sagen. Erster Ball, aber nicht du. Jetzt können Sie den Ball klären. Im letzten Spiel hatte er 50. Also 50. Karriere-Sieg. Und es wäre keine große Hilfe, Ah, schade, die erste wenn gute. er ganz schnell weiter steigen würde. Er ist wirklich auf einem guten Weg, hier eine erstklassige Karriere hinzulegen. Absolut. Er hat diese Mannschaft herausragend zusammengestellt. Die Taktik stimmt. Er macht unheimlich viel richtig. Und man sieht wieder einmal, wie wichtig ein guter Naja, aber Trainer gucken. ist. Da kannst du dich als Die gute Kind Chance von St. wirklich Pauli, aber noch nicht einschätzen, wirklich wenn du hier hervor, an der Seite was hast. noch nicht noch nicht zwingendes. So ist es richtig. Auf Abseits entschieden. Da war noch nichts. Noch kommen wir auch nicht so wirklich Da in ist die der Ball wieder Position. weg. Geh mal über Lippert. Auf Außen ist jetzt Keiner, Platz. der mitgeht. Gleich Ball. Ja, das sah Ja, gut gefährlich gestellt. aus, aber der Ball ist erstmal weg. Oh nein. Retzka.
Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja, die Frage ist, packt er den Tore-Rekord? Im Augenblick würde ich sagen, der macht, was er will. Gute Chance an Pauli. Haben wir nicht, oder wieder rum. Er kann wohl klären. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Also St. Pauli kommt viel über unsere Max-Morlock-Stadion und zwar ein Tor. Ich gebe ab ins Studio. Unsere linke Seite. Erste Tor. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten. Ganz starker Aktion. Und der Keeper verhindert das 0 zu 1. Die erste und die größte Chance für Spielzeit Bayreuth. Lippert. Genau holt sich den Ball. Sehr gut gemacht. Jetzt kann er es machen. Ganz sichere Parade. So. Also, wir haben die erste große Chance gehabt für uns. Und bisher haben wir noch Schütze 0. Und was sie verhindert, den nächsten Einschlag. Gute Idee von Lovoa. Und wieder verhindert er sich. Ja, der hat ja zwei, drei Situationen rausgeholt. Und wieder eine gute Chance. Also, Bayreuth fängt an, langsam Druck zu machen. Nach etwas mehr als einer guten halben Stunde. Diesen kurzen Ausflug ins Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Der Torerfolg also für den SC Freiburg. Damit sind sie nun 1:0 vorne. Ja, Freiburg führt in Nürnberg. Das ist schon mal für uns ein schlechtes Zeichen. Schönes Zuspiel hier. 1:0 St. Pauli. Und genau, fast zeitgleich geht St. Pauli hier mit 1:0 in Führung. Wir haben gute Chancen. Zwei, drei Dinger gut, wo der Keeper hält und der plötzlich führt der FC St. Pauli. Gut ausgespielt. Und wieder ist es unsere linke Seite. Wieder ist es Lippert. Der überhaupt nicht klarkommt heute. 1:0 St. Pauli. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Also Tor für Pauli. Gute Idee. Gute Idee. Vielleicht jetzt mal. Wichtiges Tackling hier. Nicht. Ja, das ist natürlich abseits. Ah, das wird sie ärgern. Sah gut aus, aber dann tun sie in der Mitte zu wenig, bewegen sie nicht genug. Also haben sie es der Abwehr dann wirklich leicht gemacht. Gutes Ding hier. Sind die Gastgeber hinten, aber Sterner. Bei den vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Genau so ist es. Du kannst jetzt 20-30% Ballbesitz haben, wenn du die einzige Chance hast, die du nutzt. Ja, kein guter Konter. Vielleicht jetzt irgendwie nochmal der. Natürlich nicht machen. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ja, gutes Ding, Pedro. Carvalho, gut gelöst da jetzt. Es gibt noch mal eine Ecke. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht weit durchkomme. Jetzt Eckball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Nix. 0-1, der Pausenstand. Also 1 ist der Pauli. Für die Spieler sich ein wenig zu erholen. Ach, Mann. Ach Mann, na Mann. Geht schon wieder gut los. Also Freiburg, wie gesagt, 4-1, wir liegen 0-1 hinten. Also es ist jetzt gerade der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Wir kommen momentan nicht rein. Die Keeper hält gut jetzt zwei Dinger. Pauli hat seine einzige gute Chance genutzt. Stellt uns wieder unter Probleme, aber gucken, was wir noch in der zweiten Halbzeit bringen. Geht dazwischen. Ulrich, gut gemacht. Perry. Ich denke, wenn wir heute verlieren und Freiburg sein Spiel gewinnt, würde ich sagen, ist die Meisterschaft weg. Aber doch gebe ich es nicht auf. Vielleicht jetzt nur wo. 1:1. Und da fällt der Ausgleich. 1:1. Hugo, super. Endlich. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer. Gott sei Dank, ey. So, der Druck erhöht auf Pauli, jetzt ist 1:1 gemacht. Man hat ja auch ein paar Chancen gehabt vor dem 1:0 oder vor dem 0:1 und jetzt führt gleicht man diese Partie durchaus verdient auf. Ja, gut dazwischen gegangen jetzt.
Ja, diesmal nicht. Man United hat seit geraumer Zeit an diesem Wechsel gearbeitet und nun wurde Vollzug gemeldet. Der Transfer ist in trockenen Tüchern. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Schiri, da war doch gar nichts. Hat er normal nur abgehauen und ausgegrätscht. Flanke auf den langen Pfosten. 1-2-1 für Pauli. Sie holt sich die Führung zurück, da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Und das für mich in meinem Auge eine Fehlentscheidung. Man kassiert den Rückstand. Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem. Ja, Stellungsfehler hinten in der Verteidigung, Morgala. Und dann ist es das. Aktueller Spielstand jetzt also. Dann macht er jetzt das 2-1. Carvalho. Na, kannst du mal. Leider nichts, was jetzt in der Mitte passiert. Das sieht viel aus. Klefisch. Könnte der Ausgleich. Nochmal! 2-1-2. Das hat nicht lange gedauert und dann geben sie die perfekte Antwort. Und wieder der erneute Ausgleich für den Spielfall in Bayreuth. Yes! Kalt macht er hier das Tor aus kürzester. Also Kliff ist zweimal gut gemacht, dann Finte von. Das ist eine sichere Bude. Nur boah, dann steht 2-2. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2-2. So. Spielerwechsel bei St. Pauli. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ah, das war ein bisschen zu spät. Die Idee war gut da. Nämlich im Spiel von Greuther Fürth. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Jetzt ist er auf und davor. Und plötzlich wieder Pauli. Man kassiert hier nicht das 2-3. Geht jetzt Pauli zum dritten Mal in Führung. Frage. Der Ball kommt rein. Schoss jetzt den Ball raus. Ach ey, das ist doch nicht wahr. Schiri, was meinst du denn da zurück? Ich glaube, das Spiel hat gerade heute was dagegen, dass wir hier was reißen. Ach Mann, jetzt. Okay. Jetzt wollen sie erneut in Führung gehen. Delva ist drin! So, Pauli führt zum dritten. 3-2. Und meiner Meinung nach schon wieder eine Fehlentscheidung. Ich habe mal, hat der Schiedsrichter echt was dagegen heute. Ja, das Spiel, dass jetzt wir heute hier irgendwas reißen. In dem Moment die eine Chance. Eggestein ist es dann. Das ist gut gemacht, sehr entschlossen. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Jackson Irvine. Da kommt der Schuss. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. So, eben mal rüber ins Studio. Es gibt ein Tor aus dem Max-Morlock-Stadion zu vermelden. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Nürnberg. Nürnberg! Ja! Das Tor, der Ausgleich! 3-3! Was ist das für eine Schlussphase? Jetzt kann hier alles passieren. Sehr schön. Vielleicht doch noch irgendwie nöhen. Yes. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. 3-3, jawohl. So, kurz mal wechseln.